ganz geheimnisvoll gab Yamaha unter der Bezeichnung The Dark Side of Japan bei den ersten Filmchen kaum etwas Preis von der Optik der neuen MT-09. Nun ist die Katze aber aus dem Sack und wir sehen uns mit einem kantigen, zerklüfteten, aber nicht unhübschen Naked Bike konfrontiert. Vor allem die asymmetrisch montierten Armaturen und das hochpositionierte Rücklicht, das schon fast an einen Spoiler erinnert, sind eigenwillig und eindeutig der neuen MT-09 zuzuordnen. Wirklich beeindruckend wird die Optik aber erst, wenn auch der potente Motor ins Spiel kommt. Ein völlig neuer Dreizylindermotor mit 847 Kubik und ordentlichen 115 PS. Einfach unglaublich, wie das Triebwerk mit seinen 87,5 Newtonmeter Drehmoment anschiebt. Die kurze Übersetzung trägt ihr Übriges dazu bei, dass die MT-09 bis in den dritten Gang ganz leicht gewielt werden kann. Und auch der Sound geht unter die Haut, klingt roh und kernig, aber lange nicht so unharmonisch wie bei anderen Herstellern. Ebenso trägt die aktive Sitzposition zu dem spielerischen Handling bei, das die MT-09 an den Tag legt. Man sitzt zwar nicht dermaßen supermotomäßig wie auf der MT-03, hat aber alles bestens über den breiten Lenker unter Kontrolle. Die Bremse ist sehr gut auf das Potenzial der MT-09 ausgerichtet, beißt ordentlich zu, will dafür aber auch fest gedrückt werden. Lediglich beim Fahrwerk haben die Techniker sogar ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Für schlechte Straßen ist es etwas zu hart abgestimmt. Für agiles, sportliches Landstraßenwetzen, und das kann die MT-09 nun mal ausgezeichnet, passt die Härte aber doch ganz gut. Insgesamt ist die MT-09 von Yamaha ein interessantes Naked Bike, das mit seinem neuen Dreizylindermotor wohl ordentlich im Teich von Triumph und MV Agusta wildern wird.